Lustige Bildercollagen erstellen mit einem kostenlosen Online-Tool. Ja, wie geht das? Wie kannst du solche lustigen Bildercollagen mit Kinderfotos oder auch anderen Fotos erstellen? Das möchte ich dir in diesem Video mit einem kostenlosen Tool kurz zeigen. Um diese schönen Bildercollagen machen zu können, benutze ich sehr, sehr oft das Tool foto.com/de, ist die deutsche Version. Dann unterteilt sich das Tool auch in drei Bereiche. Einmal Bearbeiten, Collage und Gestaltung. Bearbeiten ist so eine, ja, Art Bildbearbeitung, mit der man sehr, sehr viel machen kann. Ich habe andere Tools, um die Bilder zu bearbeiten, aber wenn man gar nichts hat, ist es gar nicht schlecht. Und ich benutze eigentlich meistens das Werkzeug Collage und möchte es auch mal zeigen, wie ich das jetzt auch beim Fotowettbewerb gemacht habe, um ja meine lustigen Bilder dann in eine schöne Collage zu bekommen. Also man geht hier auf im Menü Collage und dieses Startbild hier, das kann durchaus anders aussehen, weil foto.com auch ständig sein Layout ändert. Vielleicht heißen auch die Begriffe dann anders. Es gibt auch die Möglichkeit, sich einzuloggen. Ich mache das nicht, also man muss nicht extra einen Account anlegen, man kann also direkt hier starten auf Collage gehen. Wenn du hier auf der Seite noch nie gewesen bist, dann zeigt er dir auch kurz ein paar Hinweise an, dass man Bilder einfach rüberziehen kann. Ich war jetzt hier schon mal auf der Seite und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist mal meine Bilder zu importieren, die ich dann auf der Collage hier unterbringen möchte. Dazu wähle ich jetzt einfach eine Anzahl von Bildern aus, die ich ja, jetzt hier eine Collage unterbringen möchte und selektiere die mal alle zusammen und lade die direkt hoch. So, dann sind die Bilder auch schon da. Das geht sehr, sehr schnell in der Regel. Und jetzt kann ich anfangen, ja, die Bilder in die Collage zu ziehen, beziehungsweise erstmal zu überlegen, wie meine Collage denn genau aussehen soll, in welchem Format die sein soll und wie viele Bilder ich hier drin haben möchte. Also du kannst hier oben auswählen, wie viele Bilder du haben möchtest, und dann gibt es entsprechend verschiedene Vorlagen, sodass man dann einfach die Bilder hier auch rüberziehen kann. So, das geht sehr, sehr einfach, ist sehr, sehr schön gemacht. Und dann hat man auch schon zwei Bilder drin. Ich möchte jetzt in dem Fall vielleicht mal sechs Collagen, also sechs Bilder zu einer Collage zusammenstellen. Und dann sieht man auch schon, dass hier mit der entsprechenden Kennzeichnung dran, das dann doch die bezahlte Version ist, die man dann eben nur durch Upgraden freischalten kann. Benutze ich nie, ich nehme immer die freie. So, jetzt habe ich hier sechs Bilder. Ich möchte die sechs Bilder aber nicht 3-3 haben, sondern 3-3 in die Richtung. Und da gibt es jetzt auch eine Möglichkeit, das zu machen. Und zwar, ich mache das meistens hier dann mit einer anderen Variante, gehe auf 3 und dann gibt es so einen kleinen versteckten Trick noch, den ich dir auch gleich zeigen werde. Und zwar, obwohl ich jetzt hier nur 3 Bilder vorausgewählt habe oder 3 ja, Rahmen vorausgewählt habe, kann man trotzdem noch weitere Rahmen dazu nehmen. Ja? Und zwar geht es einfach dadurch, dass man das jetzt nicht direkt hier reinlegt, das Bild, sondern das Bild hier in den Bereichen wählt, sodass dieses Pluszeichen kommt. Ja? Und dann habe ich sogar schon 4. Man kann dann auch die Breite wieder wählen hier, beziehungsweise wenn man das Bild wieder wegmachen möchte, das Bild wegmachen und einen Rahmen wegmachen. Wenn ich den Rahmen mal drunter setzen möchte, dann geht es einfach hier unten drunter. So, und dann kann man natürlich noch weitere drunter setzen. Hier, so und noch einen, den ich einfach so entsprechend hier drunter setze. So, und dann habe ich jetzt tatsächlich eine Auswahl von 6, die ich eigentlich ja sonst hier sozusagen ja bezahlen müsste, wenn ich mir hier so eine 6er-Variante hole. Direkt, ja doch hier. Also diese Variante, die man eigentlich erst in dem Upgrade machen könnte, die habe ich mir sozusagen hier selber gebastelt, dadurch, dass ich auf die 3er-Variante gegangen bin, das 3er ausgewählt habe und mir dann die 3 Bilder einfach noch drunter gelegt habe. Und so kann man natürlich hier auch ganz viele verschiedene Sachen machen. Kann das auch hier an die Seite noch legen, dann hat man ein großes Bild und 6 kleine. Also es ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, wie ich finde. Und dann, was ich immer noch mache, ist, dass ich hier einen Rundungsgrad nehme, dass ich also die viereckigen Kanten hier abrunde. Das kann man hier drüben einstellen. So. Dann sieht es immer noch ein bisschen schöner aus, finde ich. Ja. Und dann kann man anfangen, auch noch die Bilder entsprechend hier ja, zu justieren, das alles ein bisschen anders einzustellen. Und man kann auch das Bild auch vergrößern, zum Beispiel. Ja, wenn man sagt, hier geht man also hier auf diesen Kreis mit dem Punkt und sagt, ich möchte es ein bisschen größer haben. Und dann kann man auch das Bild entsprechend halt hier nochmal entsprechend positionieren. Man könnte theoretisch auch den Hintergrund ändern.
Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten hier mit der Collage noch zu spielen. Also da ist wirklich gut, wenn man selbst einfach mal reinzuschauen. Es gibt sehr viele Sachen, die man hier noch hinzuzaubern kann. Ich persönlich mache das nicht. Also man kann hier jetzt noch irgendwas dazu nehmen zum Beispiel, ja, wenn man das haben möchte. Passt jetzt in dem Fall hier vielleicht nicht so gut rein. Ja, dann macht man es wieder weg. Ja, man gibt noch so lustige Sachen, auch die man da reinnehmen kann, wenn man vielleicht eine leere Collage auch hat. Also es gibt ganz, ganz lustige Sachen, will ich jetzt nicht alles vorführen. Es gibt sehr, sehr viele Sachen, die man hier einfach mal ausprobieren kann. Einiges benötigt man dann die Upgrade-Version, aber sehr viel geht es auch einfach umsonst. Da kann man sich also wirklich ja, sehr viel Zeit vertun, auch sehr, sehr schöne Sachen auch da dazu machen, wenn man einfach seine Bilder noch etwas schmücken will. Für mich passt es jetzt nicht, weil ich mich ja hauptsächlich auf die Fotos hier konzentrieren möchte. Aber es ist eigentlich ganz lustig gemacht. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Man könnte jetzt hier noch einen anderen Hintergrund wählen auch. Ja, andere Hintergrundfarbe mache ich jetzt auch nicht, sondern ich lasse es bei der Weiß. Ja, ich möchte keine so verspielten Sachen, möchte mich nicht ablenken vom Bild. Es gibt hier auch sogar bunte Hintergründe noch. Brauche ich alles nicht. Mir geht es wirklich rein um das Bild, die Bilder eben eine schöne Anordnung zu bringen. Sonst möchte ich hier gar nichts machen. Machen wir das wieder weg. Was man aber noch machen kann, ist auch hier entsprechend das Format noch verändern. Man kann es hier eingeben, indem man sagt, ja, ich möchte das jetzt aber irgendwie etwas breiter noch haben. Ja, und dann sagt man hier anwenden, also etwas höher war das jetzt in dem Fall. Vielleicht noch etwas breiter, 2400. Und man muss halt vorher das Schloss hier öffnen und dann kann man sagen anwenden und dann bekommt man eben ein anderes Format. Man kann aber auch das so einfach nehmen, am Rande, ja, ganz am Rand nehmen und das Format ändern. Das geht also auch. Dann kann man es auch so wieder kleiner machen dann. Ja. Und man kann dann auch die einzelnen Bilder auch verschieden groß machen. Also gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, hier das Bild entsprechend zu verändern. So, also lassen wir es mal so vielleicht. Ja. Und dann am Ende kann man das einfach abspeichern hier über das Diskettenzeichen hier. Und dann kann man nochmal schauen, welche Qualität man es haben möchte. Ich mache es immer in der höchsten Version, in der höchsten. Und dann kann man hier noch einen Namen eingeben. Collage Moritz in dem Fall. Und dann speichert er das Ganze als Datei ab. Man kann auch hier noch sagen, okay, man möchte es hier als PNG haben. Dann speichert er den Hintergrund nicht mit ab oder eben als JPEG, was eigentlich das Klasse ist. Ja, so geht es eigentlich sehr, sehr schön und so mache ich auch sehr viele Collagen. Auch oftmals nur so Zweier-Collagen, ja, wo dann nur zwei Bilder drin sind. Wirkt auch sehr schön, kann man auch auf Facebook sehr schön verwenden. Wie gesagt, man kann auch dann das unterschiedlich breit machen, ja, dass es nicht ganz so symmetrisch ist. Oder man kann das Ganze eben auch ja, schmäler machen, so. Dass dann auch der Moritz in dem Fall jetzt ganz drauf ist. Ja, also gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten.